Willkommen zurück hier, Leute. Ich bin wieder der Tudi, der Martin, nicht Tudi, Martin und Steam Gamer. Das Ding. Ich finde das hier ganz gut eigentlich. Ach du meine Güte. Ich bin aber ziemlich böse. Wo muss ich denn hier hin? Fährst du mich jetzt? Nee, du fährst nicht komplett ein. Gut. Das heißt, ich kann hier jetzt, glaube ich, erst ein bisschen hin und her fahren. Wenn ich nur mal wüsste, wo ich jetzt hin muss. Da kann man ein Portal machen, da kann man meins hin machen. Dann kann ich hier so zwischen und hier so hin. Ich würde sagen, dann kann man da meins hin machen. Und ich gehe einfach mal kurz so zwischendurch zwischen allem und stelle mich hier hin. Puh. Alter Schwede. Ich glaube, ich muss jetzt hier wieder lang. Da ist ganz schön viel los. So. Wow. Nein, können wir nicht. Ich habe mich jetzt einfach mal gerade ein bisschen zerquetschen lassen. Ich bin einfach zu fett. Das ist die beste Schlankheitskur, die man haben kann. Ja. So, sehr schön. Nee. Ich glaube nicht, dass wir darüber lachen können. Nie. Niemals. Hier wird nicht gelacht. Hier ist Ernst. Hallo Ernst. Help. Ja, ich bin ein bisschen spät und selber, ich selbst brauche ja auch Hilfe. Oh, ich erinnere mich. Scheiße. Wow. Wow, wow. Konnte ich da kein Portal unter das Ding setzen? Verdammt. Ich wollte unter... der hier. Der kommt als erstes. Los, geh auf. Da bist du. Was soll das? Aua, 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 aua. So. Kritischer Fehler? Hallo? Bitte, lass mich runter. Aua. Ich bin dir nicht böse. Hä? Hey. So. Wieso? Weil ihr mich abschießen wollt, darum. Sie sind kein guter Mensch, das wissen Sie, oder? Ich bin ein sehr guter Mensch. Ich bin ein ganz hervorragender Mensch. Will dich nicht zuhören. Du kannst mich mehr gern haben hier. Ich bin ein sehr guter Mensch, blöde Kuh. Gibt's ja nicht hier, muss mich nicht beleidigen lassen. Hi. Wieso nicht? So, ich musste das hier drauf schießen. Und dann muss ich das hier so mal hinmachen. Kurz mal rumdrehen. Da, zack, zack. Und, wie. Das ist so schön. Gerade wenn man das schon ein bisschen kennt, dann ist es noch ein bisschen cooler. Ja. Nicht so kommen. Ich weiß, ist alles meine Schuld. Ja, ja, klar, klär dich. Du wolltest mich vorher auch schon töten. Und der ganze Kuchen ist weg. Das ist Ihnen ganz gleich, stimmt's? Das ist die letzte Chance. Hehe. Kannst du hier bitte auch mal aufmachen? Na? Danke. Ich weiß, dass ich dich brauchen kann, haha. Dass ich dich benutzen kann, das weiß ich. Ja genau, zum Beispiel einfach mal hier. Hallo. Danke. Und jetzt nochmal hier.
Ne, den Würfel, den kann ich jetzt bitte mal brauchen. Ach Mist, jetzt liegt der da vorne. Lass mich von der Tür noch zurückschieben. Hier. Danke. Der Würfel passt auch wirklich ganz exakt durch die Tür. So. Dich muss ich nämlich hier hinlegen. Und dann kann ich hier nämlich hoch und durch. Ha! Wie gesagt, ich finde das schön, dass ich das hier noch weiß. Sonst müsste ich hier ganz schön rumrätseln. So. Hört sich toll an. Und natürlich kann ich jetzt einfach mal, während wir hier so fröhlich durch die Gegend stromern und uns Gladys irgendwann nähern. Ich glaube, das dürfte dann nicht gar nicht mehr so weit weg sein. Wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Dann kann ich hier einfach mal währenddessen... lecker. Ja, ich weiß, hier muss ich mich ein bisschen verstecken. So. Ich will runter. Ja, du kannst auch runter. Müssen wir die hier ein bisschen ausschalten, die ganzen Turrets? Du bist mir nicht böse, das ist lieb. Aber das Ganze mit dem Aufsammeln funktioniert hier nur noch nicht so gut. Ah, guck mal, da oben, da können wir nochmal hinsetzen. Oh oh. Ja, richtig. Oh oh, trifft es ganz gut. Du kannst ja mal kurz einen Abgang machen. Du da hinten kannst mal kurz einen Abgang machen. Upsala. Na? Du kannst auch nochmal einen Abgang machen. Krieg ich dich so auch? Ich kriege dich so auch. Ganz hervorragend. Sehr schön. So. Und dann müssen wir jetzt hier ein bisschen wieder mit den Portalen spielen. Ach, Mann, ey. Sehr schön getroffen. Sehr gut. Ja, was ich sagen wollte. Während wir uns hier mal fröhlich auf Gladys zubewegen, kann ich daher auch schon mal gleich mit ansagen, dass, wie gesagt, Portal 2 wird selbstverständlich auch kommen. Das, hier so, ich möchte eigentlich Portal 1 in dem Sinne nur bringen, der Vollständigkeit halber. Weil, warum sollte ich auch nicht? Ist ja schön, ne? Was mache ich denn hier am besten? Ah, ich springe am besten von hier aus. Genau so. Aber es wird dann natürlich auch den Koop geben von Portal 2. Werde ich dann mit jemandem von Steam Gamer, mit jemand anders von Steam Gamer, werden wir uns dann da zusammensetzen. Und wir werden dann zusammen den Koop durchspielen. Ja. Soweit erstmal. Genau. Ich bin gerade irgendwie falsch. Ich hätte auf der anderen Seite lang müssen. Es ist schwer, sie jetzt so halbwegs drüber nachzudenken, was ich hier machen muss. Und so, hier lang habe ich gemusst. Genau. Und dann noch ein bisschen was, dann noch was dazu zu erzählen. Oder generell noch irgendwas zu erzählen. Was dann auch noch der weitere Plan ist, dass wir dann eventuell auch noch Custom Maps spielen möchten von Portal 2. Und da müssen wir mal sehen, wie genau wir das machen, wie oft wir das machen, wie viel wir das machen. Natürlich können wir da einfach selbst uns irgendwelche Custom Maps raussuchen, aber ihr könnt uns da natürlich auch soweit... Oh ja, wir kommen Gladys jetzt inzwischen sehr nah. Inzwischen, wir sind eigentlich schon fast bei ihr. Wir können da natürlich auch, also ihr könnt uns dann selbstverständlich auch Custom Maps empfehlen, wenn es denn soweit ist. Also erstmal kommt noch Portal 2 und dann kommt Koop von Portal 2 und danach wollen wir dann mit sowas sehr wahrscheinlich anfangen, aber wir sagen das dann auch noch einmal an. Und jetzt kümmern wir uns erst einmal um Gladys.
Hallo. Tja, da sind Sie. Herzlichen ja. Glückwunsch. War es das wert? Ja. Denn trotz Ihrer Gewaltbereitschaft ist Ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien oh. Sie damit zufrieden und ja. Wir hören einfach auf. Nö. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie wollten es so. Jetzt ja. Gibt's eine Überraschung. Oh. Überraschung in 5, 4. Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Na egal, das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Wo gehen Sie damit hin? Ich löse das Rätsel für dich, Gladys. Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn Sie das berühren, wird Ihr Leben nur noch schlimmer. Viel schlimmer kann mein Leben gar nicht werden. So, kann ich doch bestimmt ich einfach mich so. Ich will mich nicht einmischen, aber Sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen. Tschüss! Machen Witze. Haben nee. Sie das Aperture Science Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science Intelligenz Notverbrennungsanlage gemacht? Jupp, yep, genau das habe ich getan. Das ist ja wohl das Blödeste, das je. Oh, wow, wow. Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war. Oh, oh. Es war ein Ethikkern, der installiert wurde. Nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe, er sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Das ist jetzt uncool. Also ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger Mist. Schmerzhaft als das Neurotoxin. Ja, so müsst ihr eigentlich treffen, genau. Jetzt wollen wir hier natürlich zusehen, dass hier... Bam! Ups. Wo bist du denn? Da oben. So. Ich? Na? Super hingekriegt, sie hält. Nein, das andere. Was ist mit deinen Beinen? Ja, das will ich auch gerne mal wissen. Die sind nicht da, die Dinger. Was habe ich ihnen je getan? Hallo. Unterscheidet, dass ich tut mir leid, aber du musst jetzt sterben. Das ist ihnen ganz gleich, stimmt's? Ja, das ist mir vollkommen gleich. Sie glauben mir zu schaden. Nein. 2 plus 2 ist... 10. Mir geht's bestens. Auf jeden Fall geht's dir bestens. Nächsten Kern, bitte. Was sie wohl tun. Zack! Wo ist der nächste Kern hin? Der liegt da oben. Ach du meine Güte. Das finde ich an und für sich ganz nett. Ah. So, hier. Wheatley? Bist du Wheatley? Der ist auch blau, oder? Du blöde Steck, du. Ja, ich habe ihn getötet, weil du mich hast töten lassen. Oder so ähnlich. Hier steht's ja auch in ihrer Personalakte. Was erzählt ihr hier? Von Margarine? Von keinem gemocht. Oh. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Och, Mann, ey. Um die niemand trauern wird. Jetzt halt die Klappe da vorne. Blöde Stück. Ganz offiziell. Die ist schon ein bisschen nervig, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ne, ich muss mal hinlegen hier wieder. Blüht. Apropos so. Neugierig. Sind Sie neugierig, was nach... Neurotoxin. Tödlich. Ich ersticke. Sie macht sich jetzt gerade lustig über mich. Ist ja Wahnsinn. Als ich so. Neurotoxin tödlich nannte, war tödlich absolut ironisch gemeint. Ich könnte darin so brauche ich. Es in mein Müsli kippen. Mir in die dein Müsli kippen? Ja, kannst ja gerne mal in dein Müsli reinkippen, das Zeug. Na und? Sehr schön. Warte mal, irgendwie so, ne? Oh. Wow. Alter Schwede. Der hat's ja drauf. Der ist ja abartig, das Viech. Der ist ja ein bisschen sauer, das. Das kann ich auch. Falls Ihnen etwas Schlimmes zustoßen sollte. Und das steht hier vor.
Glauben Sie nicht? Hier, hören Sie mal. Hallo. Das sind Sie. So blöd klingen Sie. So, tschüss hier. Vorbei. Aus. Hallo. So klingen die. Oh, oh. Sie sind kein Forscher. Sie sind kein Doktor. Sie sind nicht mal Vollzeit angestellt. Was haben Sie bloß falsch gemacht? Sie sind nicht mal Vollzeit angestellt. Tschüss, Gladys. So schnell kann man Gladys besiegen. Oh, oh, oh. Jetzt schwirren wir natürlich auch nochmal wieder mit raus. Toll. Aber zumindest kommen wir nach draußen. Man muss es ja positiv... Ah, du Scheiße. Positiv sehen. Thank you for assuming the putty at current submission position. Bitte was? Jetzt sind wir wieder zurückgeschleift. Oder geschliffen? Zurückgebracht. Wie dem auch sei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in diesem kleinen Let's Play hier. Portal 1. Ging ja doch recht zügig. Habe ich ja, wie gesagt, auch schon ein paar Mal durchgespielt gehabt und ein paar Mal auch auf Erfolge, auf Zeit und weiß ich nicht was, habe ich ja alles probiert. Von daher kannte ich die Rätsel doch noch alle ziemlich gut. Das wird sich mit Portal 2 aber ändern. Da habe ich zwar einige Custom Maps gespielt gehabt, aber den Koop habe ich einmal und auch den Singleplayer habe ich einmal gespielt. Von daher wird das dann ein bisschen länger dauern, glaube ich. Das ist auch als vollwertiges Spiel gedacht. Das hier war ja sozusagen, so war ja wie gesagt auch kein richtiges, vollwertiges Spiel. Und jetzt haben wir auch keinen Kuchen mehr. Oh, schade. Und ja, ich lasse euch dann am besten jetzt einfach nochmal mit Gladys alleine, die uns hier ein kleines Ständchen singt. Ah, ich finde den Song so geil. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und schreibt doch dann einfach mal in die Kommentare rein, andere Spiele, die ihr vielleicht sehen wollt, die ihr euch vorstellen könnt, was wir da machen könnten. Muss nicht nur Singleplayer sein, können auch Multiplayer sein. Vielleicht habt ihr ja Ideen für irgendetwas. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, je nachdem, wann euch das oder die Videos ansehen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder. Bis dann. Black Mesa, that was a joke.